Ich bin Milena Broge und wir sind heute bei uns im Weiß-Restaurant in Bregenz. Also der Grund war es Weiß an sich, zurückzukommen. Wir haben überhaupt nicht geplant, ein Restaurant zu eröffnen. Oder wir haben eigentlich nicht gewusst, was wir nach Bornholm, wo es uns auch nicht trifft, was kommt. Theresa ist auf uns zugekommen durch das Projekt. Sie war da schon involviert und hat uns das sehr schmackhaft gemacht und hat uns da ins Boot geholt. Und das war der Grund, warum wir da hergekommen sind. Es ist für mich nicht ein Trend oder irgendwie eine Mode oder irgendwas, was ich gerade ausprobiere oder so, sondern es bringt das Kochen für mich mit sich. Es ist ein Handwerk und es ist für mich, ist es als Aufgabe, mich auf das zu beschränken, was in meiner Umgebung ist und mit dem zu arbeiten und nicht alle Möglichkeiten zum Herr und alles her zu bestellen und quasi das zu inszenieren, sondern auch mich selber ein bisschen einzugrenzen in dem, was da einfach ist. Dann habe ich eigentlich immer experimentieren dürfen daheim selber. Also man hat mir da wenig Grenzen gesetzt und mich eigentlich in dem gefördert, was mich interessiert und was ich gerne tue. Und mich nicht in eine Ecke getrennt, sondern eigentlich unterstützt in dem, was mich interessiert hat. Das war auch ein wichtiger Teil. Mit O-Köchen zusammen geschafft habe, für die Kunst auch sehr wichtig ist. Und irgendwie, dass man andere Techniken sieht, dass man sieht, okay, die tun malen oder die tun modellieren oder so. Und diese Dinge so ins Kochen bringt. Schwarze Johannisbeerblätter, die man heute verschaffen. So irgendwie das, ich habe nicht gewusst, dass man das essen kann. Und es schmeckt wie ein Johannisbeer, aber grüner. Und also, dass irgendwas halt passiert, dass eine Frage aufkommt, dass irgendwie eine Zutat, die vielleicht schon bekannt ist, auf eine komplett andere Weise auf dem Teller liegt, als einem bekannt ist. Also man liest vielleicht Karotte und Eigelb und Ricotta oder so, dass dann zum Beispiel das Eigelb gebeizt ist, also getrocknet, und dass man es übers Gericht reibt, wo die Leute dann zum Beispiel sagen, ich noch nie daran denkt, dass man Ei dort reiben kann. Also irgendwie so mit Techniken und Geschmäckern so spielen, dass was entsteht, dass bei den Leuten im Kopf auch was auslöst und nicht nur im Magen. Im Winter, Herbst, Winter sind wir eigentlich noch mehr eingeschränkt. Und es ist eigentlich eine extrem schöne Zeit in der Küche, weil man nicht einfach aus dem Vollen schöpft, sondern weil man ein bisschen mehr irgendwie denken muss. Und Sellerie bringt die Süße in dem Gericht. Der Grünkohl ist ein Gemüse, das man über den Winter so hält. Das ist wirklich so das satte Grün und auch den Geschmack von frischerem Grün, von so etwas Grasigem irgendwie liefert. Und ein Teil von dem Gericht ist schon Öl vom schwarzen Johannisbeerholz. Also das ist auch was, im Herbst schneidet jeder Johannisbeerböscher und niemand tut was mit dem Holz, aber es ist super aromatisch. Und die Blätter haben wir im Frühling eingelegt, die schwarzen Johannisbeerblätter, die spielen auch eine Rolle in dem Gericht. Also es ist so ein Zusammenspiel von dem, was gerade so im Herbst, Winter so passiert. Und ja, nur Gemüse, aber nicht vegan. Das ist es nicht, weil es ist schon bei uns Molkereiprodukte, Käse, Butter, Milch. Das ist ein wichtiger Teil von der Kultur da und von der Tradition. Und das spielt bei uns auch eine große Rolle.